So, dann würgen wir mal die Prinzessin hier. Wow, 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 ist die weggeflogen. Da sind gerade drei geflogen oder so. Na, wenn man nur alles umsetzen könnte, was man so alles plant, dann würde ja richtig tolle Sachen würden dann kommen. Ich finde es auch immer toll, dass 10 Videos bei mir am Tag kommen. Ja, genau. So ist das leider. Wenn man nicht hauptberuflicher YouTuber ist und das auch nicht werden möchte, dann muss man halt auch manchmal da ein bisschen Abstriche machen. Ja. In Sachen YouTube. Aber es ist auch ganz gut, glaube ich. Habe ich auch schon mal erzählt, weil Leute mich gefragt haben, ob ich das gerne machen würde. Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man so einen Ausgleich hat, wenn man nicht nur die ganze Zeit irgendwie vom Computer vor YouTube rumhängt, sondern auch mal rauskommt und arbeitet. Bestimmt, ja. Das denke ich auch. Wenn du jetzt auf YouTube bist, hast du natürlich auch irgendwelche Events oder sowas, wo du mal hinfahren kannst oder so, aber meistens bist du dann drinnen, denke ich. Also außer du machst jetzt irgendwelche Vlog-Sachen oder so. Ja, würde ich dir recht geben. Ich könnte nicht auch. Nur der Ausgleich, auch so ein bisschen finanzielle Sicherheit so vielleicht. Ja. Ne? Man weiß ja nie so genau, wie lange. Eben, gerade jetzt, wo das ja mit der Werbung dieses Jahr wieder losging, wo die so eingeschränkt wurde. Bestimmt, ja. Komm her, ja, geht doch. Oh, ich bin auch tot. Oh. Ach. Ah, ich bin gar nicht tot. Der hat mich bloß gelähmt gehabt. Ich habe voll Lebensenergie. Hm. Ach, der Meister Yoda, der kann doch auch gar nicht sterben. Doch, gerade der kann sterben. Der stirbt immer nur durch normale Umstände. Ach so, keine Altersschwäche. Ach, Yoda kann sich heilen, gell? Ja, ja, der kann sich sogar recht gut heilen. Okay. Oh, oh, oh. So, ich habe den mal Maul gekillt. Ah, Yoda schon cool eigentlich. So, ja, apropos wegfahren. Nächste Woche hätte ich wegfahren können. Ich war nach London eingeladen. Das ist gemein mit sowas. Du bist nach London eingeladen, dir wird sogar der Flug gezahlt werden und du kannst halt nicht, weil du Studium hast. Das ist halt schon manchmal ein bisschen schade dann sowas. Ach, ärgerlich, ja. Ja, was soll's. Naja. Als löblicher Student macht man das dann natürlich nicht. Du, ich habe eine Anwesenheitspflicht. Das ist keine Option. Daran halte ich mich natürlich auch. So, dritter Kill. Bin ich mal das Ziel, das ist aber nicht so nett. Wir beschützen dich schon. Das klappt. Ich glaube, bei uns ist schon wieder. Oh! Doch, einer ist bis jetzt gestorben bei uns erst. Das ist ja echt übel. Ja, die haben wir schon wieder so weg. Obwohl ja diesmal die gute Seite sind. So, Yoda, kick dich weg! 4 Spielerserie. Nice! Oh nein, Vader rächt sich an mir. Nein, er hat's geschafft. Nein, schade. Aber der Vader, der macht halt auch echt viel Schaden. Das ist, ja, der ist ja immer noch der König im Schaden machen hier von den Lichtschwertleuten. Ja. Darth Maul hat wieder Beine. Ja, Darth Maul, das ist auch noch die Darth Maul-Version aus Episode 1 hier. Wenn ihr die Darth Maul-Version aus Episode, aus der Serie, aus Clone Wars sehen wollt, dann müsst ihr andere Star Wars-Spiele spielen. Zum Beispiel, nee, das sag ich jetzt nicht. Ich will jetzt keine zukünftigen Projekte spoilern. was kann ich spielen? Spannung steigt. So, die schmeißen wir mal weg, Kylo. Dann rasten wir noch ein bisschen aus und hauen ihn weg. Aber mit Yoda läuft es gerade richtig gut, den übersehen sie mal irgendwie alle, habe ich das Gefühl. Das habe ich auch manchmal den Eindruck, gerade die Blaster-Helden versuchen uns auch gar nicht irgendwie, weil die denken sich dann so, den Yoda, den treffe ich eh nicht. Ja, der ist so klein und unschuldig. Da schießt man dann lieber auf so einen Chewbacca oder sowas, den trifft man leichter. Der Yoda hat alle weg. Warum ich so nach London eingeladen werde, fragt auch gerade noch jemand gefragt. Das war wegen Elder Scrolls Online, da kommt eine neue Erweiterung raus. Deswegen hätte ich die da anzocken können. Was auch, glaube ich, ziemlich cool gewesen wäre. Vor allem, ich habe den Trailer jetzt schon gesehen gehabt zu der neuen Erweiterung. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Und die sah auch echt cool aus. Aber ja, es ist halt das Problem, weil sowas wirklich schon privat gerne spielen, aber ich war auf YouTube. Es ist halt schwierig, sowas zu spielen, was halt nicht so viele Leute interessiert, einfach. Ja. Deswegen, ja, ist das nicht geplant. Ich habe auch voll das coole Paket von denen bekommen, von Bethesda. So mit Süßigkeiten drin und so. Nett, nett, nett. Ich weiß gar nicht, was angekommen ist, aber es lag heute einfach da. Ich bin ja während der Woche immer nicht da. Fliegt alle weg! Ich kill sie im Alleingang! Mach euch im Alleingang kaputt! Jawoll! Drachenkönig ist mit dabei, na, wenn wir den nicht. Ich hoffe, das ist einer, den ich kenne. Oder einer von uns. Einer von uns! Einer von uns! Einer von uns! Wo war das gleich wieder her? So, keiner ist weg. Ist auch gerade. Ich weiß es gerade gar nicht. Da, auf den! Ja, ach, auch nur das ist wieder. So. Und da ist das Ziel auch schon wieder weg. Sehr gut. Ja, jetzt läuft's doch hier. Jetzt läuft's doch bei uns. Kylo. Hey, Kylo hast du, jawoll. Na ja, es war nur der Assist wieder. Ich hab ihn noch nicht bekommen. Komisch. Und irgendwer anders hat ihn bekommen. Oh ne, der Imperator. Geht doch gar nicht. Mein Nemesis!
Diesmal gewinnst aber du. Nee. Nee? Schade. Wade hat gewonnen. Den Kampf gab's doch gar nicht in den Filmen. Jede Box mit Süßigkeiten ist gut, auf jeden Fall. Nee, da war auch noch so eine Popfigur zum Beispiel. Ich poste nachher noch morgen ein Bild auf Instagram. War so eine Popfigur noch drin, von einem Hochelfen war drin und Chips waren drin und Popcorn war drin. Schon eine coole Sache. Nett. Ja, ich habe auch echt lang kein mehr Paket oder sowas mehr bekommen von irgendeinem Publisher oder sowas. Das letzte, was ich mal bekommen habe, war irgendwelche Skylanders-Sachen, aber das ist auch schon lange her. Mhm. Aber seit da auch nichts mehr rauskommt von Skylanders. Ah, schade, ne? Ja, doch, die waren eigentlich schon immer. Wobei die Spiele wurden, muss man leider sagen, wurden schlechter, aber an sich waren die Skylanders-Spiele schon immer ziemlich cool. Vor allem waren sie später nicht mehr so. Bei den ganz alten Skylanders-Spielen muss man immer so extrem viel ausgeben, wenn man alles sehen wollte. Das haben sie bei den neuen Spielen meistens besser gemacht. Es wurde weniger. Aber dafür wurden Spiele leider nicht besser. Ja. So von der Story her und so, das war. Ja. Das Spiel kann mir gar nicht anzeigen, wie schnell ich hier die Gegner eliminiere. Das ist krass. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen Trend losgelöst, ne? Diese Amiibo-Figuren von Nintendo jetzt zum Beispiel, die kamen danach erst, meine ich, oder? Ja, das Skylanders, das war natürlich den Trend gesetzt. War so der Vorreiter. Ja, klar, dann kamen die Amiibos, dann kam Disney Infinity, hat dann natürlich nachgelegt, genau. Weil Disney natürlich die krassen Lizenzen hatte. Wobei die Spiele meistens nicht besser waren. Aber lizenzmäßig verkauft sich sowas halt besser, als wenn du da eine komplett neue Marke aufbauen musst. Gut, komplett neu war es nicht, es war natürlich Spyro mit dabei. Aber ja. Das ist Spyro-Spiel, eigentlich wollten sie die ersten drei Teile remastern, weiß gar nicht, wo das jetzt schon offiziell angekündigt wurde dieses Jahr. Ich hab's nicht mitbekommen, Ben. Ja, nee, es war auf jeden Fall irgendwann Ende des Jahres so, es ist so ein offenes Gerücht irgendwie, dass sie da dran arbeiten, also selber Entwicklerstudio, was auch die Crash-Teile, die ersten drei remastert haben. War ich schon mal bei Laser Tag? Nee. Hätte ich aber auch mal Bock, ich war noch nie bei Paintball, da hätte ich sogar noch mehr Bock drauf. Warst du schon mal Paintball? Na, Paintball war ich schon mal, aber Laser Tag hab ich noch nie gemacht. Okay. Aber Paintball hat schon Spaß gemacht. Naja, Paintball hab ich echt mal Bock. Ein paar Kumpels haben wir das auch schon geplant, aber irgendwie haben wir es noch nicht hinbekommen. So, davon sind die Gegner, die rennen schon wieder alle weg von mir. Oh, ich bin das nächste Ziel, vielleicht soll ich nicht in ihre Richtung rennen alleine. Da warte ich doch lieber, bis der liebe Tommy kommt und zum ich gemeinsam. Komm, ich komme von hier oben, komme ich hier runtergesprungen. Alles Gute kommt von oben. Wow. Da hatte ich den High Ground. High Ground eben, dann haben die Gegner gar keine Chance mehr. Jetzt gehst du weg, du blöder Imperator, ich hasse dich. Das sind aber ein paar viele hier. Er ist mir wurscht, den Imperator kill ich gleich mal. So, weg ist er. Okay, vielleicht sind es noch ein bisschen viele. Da bringt mir der Highground auch nichts mehr. Ich hab zwei, du kriegst ihn! Jawohl! Zwei habe ich erwischt. Drei haben wir erwischt. Wir haben es eh schon geschafft. Jawohl! Du hast es geschafft hier. Nice! Ja, war doch wieder mal eine erfolgreiche Runde. Ein Poster war übrigens auch noch drin. Der packen sich da gerade. Und noch so ein paar Knöpfe, die man sich irgendwo hin tun kann. Also diese Buttons. Was die dir nicht alles geben hier. Ja. Ist doch super. Das ist echt eine nette Geste, muss man sagen. Finde ich auch cool, ja. Ich würde es auch echt gerne spielen, so, aber ich weiß halt einfach, die Zeit reicht da nicht. Ich bin sogar Dritter geworden. Das ist halt auch, weißt du, so ist ein Projekt, ich würde es gerne mal wieder machen, aber ich weiß genau, dann müssen halt irgendwelche anderen Projekte nicht kommen und das ist halt dann auch wieder blöd. Das ist so, wenn du ganz viel Zeit hast, dann würde ich es, glaube ich, schon mal nochmal spielen. Also gerade diese neue Erweiterung, dieser Trailer, wo man da diese Hochelfenstädte und so sieht, das sah schon ziemlich cool aus. Körpergröße von 1,52 ist praktisch beim Volleyball, da schießen auch immer alle über dich drüber. Ja, ist geil. Das ist praktisch. also da können wir sagen, Yoda ist auch gut in Völkerball oder sowas. Wobei. Der nutzt dann eh die Macht. Gegen solche Leute magst du nicht spielen. Aber da, darf man da die Macht benutzen? Ist dann wieder so, wenn das Obi-Wan sieht, dann kann nämlich dann eine Anakin-Szene, wo er die Macht nutzt. Oh, sogar hier kommen wir nach Bespin, sehr schön. Oh, das hatte ich auch noch nicht bis jetzt. Das ist doch schön. Nice! Das hatte ich nur gesehen gehabt in dem Video, was jemand mir auf Twitter gepostet hatte. Und mich da markiert hatte. Da hatte ich das gesehen. So. Hübsch, auf jeden Fall. Wieder Tombi. Oh. Immer diese Schmeicheleien. Ja, hier. Das ist bei solchen Vorlagen ist es einfach schon einprogrammiert automatisch. Ja, der Kylo, der rennt schon ganz weit nach vorne hier. Kylo, renn! Die Wortspiele. Ja, das ist... So, wieso laufen denn alle außen rum? Kann doch einfach rüberfliegen. Ja, du kannst das. Au! Okay, ich flieg nie wieder rüber. Die haben Raketen. Ich flieg nie wieder rüber. Au, voll die Rakete im Bauch bekommen. Das ist denn hier das Ziel, die Ray, okay. So, hier die Raketen ordentlich reinhauen hier. Hier wird gar nichts getroffen, ey. Katastrophe. So. Oh, das ist Luke. Nee, Luke. Lass mich fliegen, Luke. Drachenkönig war der Luke. So. Ui. Haben wir es geschafft, oder? War gut. Ja, ich glaube schon. Sehr gut. Suche neue Ziele.
Suche neue Ziele, suche neue Ziele. Suche neue Ziele. Wait for it. Oh, ich habe eine Spende bekommen. Trinkgeld, 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 Dankeschön. Dankeschön an Inkling. Mit Moderator muss ich schauen. Momentan habe ich eigentlich genügend Moderatoren, die ich auch schon länger kenne, alle. Deswegen, momentan geht's eigentlich auch. Also von der Menge, von den Kommentaren her. Aber muss ich halt mal gucken. Ich werde es mal überlegen, wie ich das mache, falls ich neue Moderatoren brauche. Machen das schon alle? So. Genau, ich lese alle Ich versuche alle Kommentare zu lesen. Ich kann nicht alle lesen. Wenn ihr immer einen Kommentar. Wenn ihr einen Kommentar immer direkt an mich richten wollt, dann schreibt am besten Drabo davor, weil das wird mir dann so rot markiert im Chat. Na, ob das jetzt ein Fehler ist. Das habe ich schon mal, das habe ich schon mal gesagt gehabt. Das habe ich schon mal gesagt gehabt. Ja, aber manche wissen das vielleicht dann trotzdem noch nicht. Jetzt kommen gleich ganz Nein! Nein! Oma! Nein! Nein! Da kam Ray im Nahkampf und ich war im Gebäude drin, hab mir versucht, sie mit Raketen abzuschießen, aber da. Da war nicht viel zu holen, da war nicht viel zu holen. Okay, der Vader kämpft gegen die Ray, da helfe ich doch mal. Ich auch. So, jawohl. Ray ist besiegt, sehr gut. So, da ist die Prinzessin. Die ihren gemeinen Schutzschild aufbaut und es dadurch schafft, meinen Schüssen zu entkommen. Nicht cool. Was? Shit! Nein! Wookie im Nahkampf! Ah, verdammt, ey! Gibt's doch nichts mehr. Oh, wow, wow. Hat sich der Drachenkönig jetzt bei mir rächen können. Naja, Boba ist hier gar nicht so praktisch. Niemand darf Maul. Ich mag Boba gerne, aber der ist auf der Karte nicht so gut, weil da kannst du nicht so viel rumfliegen. Weil du immer aufpassen musst, dass du nicht irgendwo runterfällst. Ja, das stimmt wohl, ja. Boba fällt man, zum Beispiel, relativ leicht runter. Ja. Boba finde ich zum Beispiel ist extrem praktisch in den Waldkarten. So Yavin oder sowas. Da finde ich Yoda immer extrem gut. So, da kümmern wir uns hier mal drum. Ach, komm. So knapp, so knapp. Sorry. Ja, du darfst die Ray haben hier. Naja. Irgendwer anders hat sie schon besiegt. Ah, das war dann aber, glaube ich, der Vader oder so. Ja, der steht hier sogar fröhlich rum. Das war bestimmt er. Ganz fröhlich. Fröhlich. So fröhlich, wie Vader halt sein kann. So, dann würgen wir mal die Prinzessin hier. Wow, 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 ist die weggeflogen. Da sind gerade drei geflogen oder so. Ich habe sie hochgehoben und dann hat mich irgendjemand Leute weggeschleudert und dadurch ist sie mega weit geflogen. Was hat, glaube ich, niemand als Kill gezählt für mich. So, öfter mal mit Tombi streamen. Das können wir schon machen. Also Battlefront macht mir persönlich auch nochmal mehr Spaß im Stream, muss ich sagen, als so. Eigentlich macht jedes Spiel mehr Spaß im Stream, wo man keine Story hat, würde ich behaupten. So. Ja. Ja, gerade bei so, wenn man viel Dialog oder so hat, das ist dann immer blöd, finde ich. Ja, vor allem, wenn man zum Beispiel der andere dann immer reinlabert oder so, dann ist das nicht so praktisch. Ja, aber sowas hier, das ist glaube ich, ganz optimal für den Stream. Denke auch, ja. Also ihr hört, dass der Tommy ist auch nicht abgeneigt. Nicht daher. Abgeneigt, nee, gar nicht. Ich glaube, von daher wird es Battlefront in Zukunft eher immer als Stream geben. So. So, du bist das Ziel. Ich bin das Ziel. Ich folge dem Ziel. Jägerstaffel werden wir sicher auch irgendwann mal spielen, aber heute eher nicht mehr, weil die anderen Modi bei der Abstimmung gewonnen. Obwohl, ach, wir haben eh so viel Zeit noch. Ach, komm. Okay. Wir können auch mal Jäger, schauen wir mal. Aber wir wollten eigentlich noch Angriff und galaktischer Angriff. Dann sind wir, glaube ich, auch eh schon ganz gut bedient hier. Und da wird er weggeworfen. Naja. Nicht mit mir. So, jetzt geh erstmal den Yoda würgen. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Der wollte sie nicht würgen lassen. Der fliegt aber auch so durch die Gegend hier. Apropos durch die Gegend fliegen. Oh, du hast aber beide gut geholt, oder? Ja, beide Assists bekommen. Ja, dann der Vader hat dann beide gekriegt. Ich habe auch noch beide Assists. Vader, dieser Killstealer. So, Luke hat's aber. Ja, im Alleingang hat der Boss das hier geregelt. Nice. Er macht das einfach. Nice, nice. So. Ja, Jan, ich lese den Chat auch simultan. Ich habe die Sternkarten nicht zurückgesetzt, nein. Oh, oh, oh. Oh, abwärts. Na, fast, abwärts, fast. Abwärts. Nein, ich habe ein Lichtschwert daneben. Oh, doch, hat noch gezählt für ihn irgendwie. Irgendwie habe ich doch noch damit erwischt. Keine Ahnung wie. Yoda, bleib da, du wirst jetzt gewürgt. Es klappt einfach nicht. Wo ist Yoda hin? Oh, 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 hinter dir sind auch noch ein paar. Ja, das habe ich dann gemerkt. Das ist immer der Drachenkönig, der mich erwischt. Aber er macht das gut mit seinem Chewie. Ja. Wieso wäre ich hier eigentlich mal Letzter? Das gibt's doch nicht. Aber das ist einfach, weil das Gegnerteam so schlecht ist. Deswegen werde ich immer Letzter. Im Gegnerteam wäre ich Zweiter. Unser Team ist halt vielleicht einfach zu gut hier. Ich meine, der Boss, der macht das ja super. Der Vader ja auch. Ja, ich komme hier raus und schon ist wieder alles gelaufen hier irgendwie. Oh. Nein. Ah, fast. zu früh gefreut. Nein. Ach, das gibt's doch nicht. Bis ich bei den Gegnern bin, sind sie immer schon tot. Da ist noch der Luke. Aber der rennt weg. Ja, der weiß schon warum. Ich bin das Ziel. Hier ist noch irgendeiner. Ray, okay. Attacke!
So, Race weg. Diesmal hast du aber gekriegt. Ah, oh nein, ich mich wieder. Oh Gott, war das. Oh Gott, war das doch, knapp. Da landet er noch oben. Ja, ich war über dem Abgrund. Ich habe den Abgrund vor mir gesehen. Abgründe haben sich aufgetan. Da hat Darth Maul ja ganz schlimme Vorhaben oder so. Ja, da war es dann auch schon wurscht, wo er im Abgrund gelandet ist. Da hat er ganz andere Probleme gehabt. Stimmt wohl auch, ja. Oh, sehr gut. Na, die wäre aber auch oben gelandet. Ja, aber ich konnte sie gut abschießen die ganze Zeit. Wir hätten da fast keine Lebensenergie von uns gehabt, Merit. Der wäre da fast draufgegangen gerade eben. Oh, da sind viele. Ja, 1, 2, 3, viele. Ich hab's gemerkt. Ich bin auch schon auf dem Rückzug hier ein bisschen. Obwohl, jetzt gehen jetzt sind eh alle von uns da hier. Ah, der Vader greift auch wieder an. Machen wir den Yoda. Ach, Yoda ist eh schon in der. Oder? Ist Yoda da? Das ist natürlich gut hier. Ray hochheben und dann direkt weghauen. Oder um herumgeballert. Ja, ich kann mich da auch nicht beschweren. Ich kann da gut immer drin drauf schießen. Oh. So. Oh, hier ist eh schon wieder alles vorbei. Oh. Das wird auch schon wieder so eine richtig, richtig krasse Runde. Ich glaube auch, ja. Oh, guck mal bei den Gegnern, der Beste hat 5 Kills und bei uns hier alle wieder über 10. Wow! Au! Ich hab gleich. Oh Gott, nein. Nein. Direkt in Ray gerannt, das war. Oh, der Drachenkönig hat mich. So semi-gut. Darth Vader, soll ich mal. Hab ich den vorhin. Ja, doch, den hab ich vorhin schon mal gespielt. Das war nicht gut. Die Runde mache ich jetzt mal mit Darth Maul noch zu Ende. Die Runde mache ich mit Darth Maul mal noch zu Ende. Denke auch, ihr könnt ja schon mal schreiben, wenn ich von der guten Seite in der nächsten Runde nehmen soll. Ja, ich lese die Kommentare. Jetzt kommt gleich wieder der Spam. Ja, ja. Ah! Oh, der hat uns alle getroffen. Ja. Soll er ruhig. Wo ist er hin? Wo versteckt er sich? Dann müssen wir eh in die andere Richtung. Den auch nicht mehr. Kümmern wir uns um die wahren Gegner. Hier ist Ray gerade auf den Boden gegangen. Bahnrebellen, hier oben läuft der irgendwo rum, weiß ich doch. Backer? Oh, der ist natürlich stark in den Gängen hier, oder? Bestimmt. Nicht, wenn er hochgehoben wird und umgeschmissen wird und dann das Lichtschwert noch in ihn reinfliegt. Nein! Nein, nicht, wenn ich... Ach. Oh, da kommt der Luke auf einmal. Ja, alle auf mich. Da hat der Luke gedacht, er kann mich hier angreifen. Luke, du Ganove. Oh, der kommt ja hier sehr schnell, Mensch. Ja, der Luke, der haut dauernd ab, der ist echt schnell. Ich kümmere mich jetzt mal um Chewbacca da hinten. Es kann ja nicht sein, dass der hier die ganze Zeit. Ach, Ray ist mittlerweile das Ziel. Ray ist schon mit das Ziel, ja. Das ist aber das letzte Einer Ziel noch, da schon. Einer noch, ja. So, hochgehoben, weggehauen, wieder schauen. So, jetzt kümmere ich mich hier um Ray. Jawohl. Den Chewbacca nehmen wir auch noch mit. Nein! Zu spät. Den hätte ich auch noch erwischt. Den hätte ich auch noch erwischt. Momentan ist noch ziemlich durchmischt. Hab hier zweimal Finn. Ray, Leia, Finn. Nee, Finn hat gewonnen. Finn hat gewonnen. Kann es sein, dass es dieselbe Map wie im ersten Teil ist? Ja, Lennart, das ist so ein Remake, so gesehen. Ich habe über 10.000 Punkte. Mal zweimal Drachen hier oben. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Das gefällt ihm. Ja, auf jeden Fall. Drachen sind immer gut. So, Rückrunde. Das ist hier schon eigentlich so ein Pork. Ja. Ich hatte mit denen jetzt gerade gar kein Geräusch verbunden, außer einem wildes Rumgeschrei. Ja, ich habe eigentlich auch nur gerade dieses Geräusch, wenn sie Chewbacca nachmachen. Also so hat es sich auch angehört irgendwie. Das hat man ja im Trailer dann auch gesehen. Ja. Von daher. Oder im Film halt sowieso. Ab und zu auch mal, ja. Die hatten so den einen oder anderen. Den einen oder anderen Auftritt. Ja, ungefähr so den, wie... Den knusprigen Auftritt. Du sagst so wie Owen und Beirut. Wie heißt... Doch. Nee, wie heißt sie? Owen, Onkel... Onkel Owen? Ja, Lars Owen und die Frau... Tante Veru. Veru war es genau, Veru. Ah, ich weiß den Vornamen bei der nicht. Das ist dann Wissen für die richtigen Star Wars-Kenner. Ich weiß es eigentlich normalerweise, den Namen, aber gerade fällt er mir auch nicht ein. Das Problem ist, auch bei Star Wars, das ist meistens gar nicht so, dass ich das Wissen nicht habe. Das Problem ist einfach, dass ich mir Namen ja allgemein schlecht merken kann. Also das hat jetzt nichts mit Star Wars zu tun gehabt. An sich hat man da schon viel Wissen, aber man will da auch nie sagen, irgendwie... Dass man sehr viel weiß, weil da gibt es dann immer mehr Leute. Also, da gibt es immer Leute, die einen einfach mehr wissen bei Star Wars. Ja, das versuche ich gar nicht. Das sind dann wirklich die Leute, die alle Comics kennen und was weiß ich nicht alles. Ja. So, der erste Killer ist das auch schon wieder geholt. Was hat denn der überhaupt für Fähigkeiten gehabt, der Finn? Oh, und der fliegt runter! Sehr gut! Jawohl! Was hat der Finn für Fähigkeiten überhaupt? Warte, wie konnte man das drücken, die Fähigkeiten? Steuerkreuz hoch. Ja, Steuerkreuz hoch. Große Nummer, hält des Widerstands für eine Nähe und gewährt zusätzliche Gesundheit. Okay. Undercover. Achso, das zweite ist so unser unsichtbar Dingens. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so toll bei Helden oder Schurken wahrscheinlich. Okay, also eigentlich hauptsächlich diese Fähigkeit mit dem Zielwasser, die ist ziemlich. Zielwasser und die mittlere, die heilt halt alle in der Umgebung, aber dann geht der immer so langsam, das stört mich daran immer so. Ach, der geht dann langsam. Okay.
Wer ist Tombi? Das kannst du erfahren, indem du auf den Link in der Videobeschreibung klickst. Da gibt's ganz viele tolle Videos von Tombi zu entdecken. Ach. Der auch viele tolle Star Wars Sachen macht. Aber auch coole Nintendo Sachen. Das stimmt, ja. Danke, danke. Bitte, 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 bitte. So. Ach komm. Jawohl. Nein! Aber du hast mich geheilt. Das war auch. Also, das hat geholfen. Ja, das war hilfreich. Hab ich da Punkte für bekommen? Weiß gar nicht. Ach, bestimmt, oder? Ich weiß es aber auch nicht. Ich weiß auch nicht. So. Ah, der rennt hier nur weg, der Imperator. Flieh, du Nara. Weiß schon, was gut für ihn ist. Welche Animationsfilme habe ich im Kino gesehen? Drachenzähmen leicht gemacht 2 habe ich im Kino gesehen. Monster AG habe ich, also früher vor allem Monster AG habe ich zum Beispiel im Kino gesehen. Den ersten, die Lego-Filme? Die Lego-Filme, klar. Oh nein, ja, gegen Vader im Nahkampf, da kann man nicht viel machen. Was habe ich noch für Filme? Animationsfilme gesehen. Toy Story, Shrek. Toy Story habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen. Shrek habe ich im Kino gesehen, ja. Bei Toy Story weiß ich auch nicht mehr, ob ich den im Kino gesehen habe. Schon so lange her. Das ist halt auch, ja. Wann kam denn der raus? Der kam mir an. Ja, irgendwann 99 noch oder so. Vorher würde ich fast behaupten. Bin ich mir zwar nicht sicher, aber ich glaube vorher sogar. Also Toy Story ist schon richtig alt. Das ist das Tolle, wenn man einen Chat hat, der kann das uns gleich wieder beantworten. Das liebe ich immer. Immer wenn ich immer versuche nachzudenken, wann welcher Film rauskam und dann im Chat geschrieben wird, wann er rauskam. Nein, ich will den doch. Ach, Mann. Ich bin geschockt. Ich versuche hier noch zu unterstützen. Ich habe sogar geschafft, einfach auf ihn drauf zu schießen oder so. Oh. Ja, hat er voll Lebensenergie? Naja, weil er jetzt zum Ziel geworden ist, dann hat man wieder volles Leben. Ach, der springt ja auch nur weg vor allem. Ich habe gerade mein Zielwasser angemacht, das hat geholfen. Ich treffe ihn einfach nicht. Jetzt haben wir ihn. Ich habe, glaube ich, dazu immerhin beigetragen. Einen Schlag habe ich gemacht, das war verdient, finde ich. Wieder den Assist. Oh Mann. Das ist auch so geil. Den habe ich auch nur assistet. Der ist auch direkt an mir vorbeigelaufen, der hat mich nicht gesehen gehabt. Ich bin das Ziel. Oh. Na, wunderbar. 97 kam Toy Story raus. Oh, siehst du mal. So. Na gut, da werde ich wahrscheinlich auch nicht im Kino gewesen sein. Das jetzt mal. War auch noch vor meiner Kinozeit. Und der sitzt hier im Fahrstuhl. Oh, nicht nur der! Das geht. Da gucken sie auf einmal raus hier. Oh, jetzt bin ich wieder gefangen, oh mein Gott. Ja, wieder aufmachen. Jeder geht in den Aufzug rein. Verstecken wir uns alle, wenn sie dann in dem Raum sind, kommen wir alle gleichzeitig raus. Das wäre ja was. Wie viele Lego-Filme habe ich gesehen? Ich habe halt die. Ja, den Ninjago-Movie habe ich gesehen, Batman-Movie und den normalen Lego-Movie, also alle drei. Ja. Also diese, es gibt ja noch so kurz Lego-Filme, die habe ich aber nicht gesehen. Nein! Was? Die Serie habe ich noch gesehen, die Star Wars-Serie. Die Freewalker Adventures habe ich noch gesehen. Oh, mit Finn läuft das hier gerade gar nicht. Madagaskar ist eine gute Frage. Ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht im Kino gesehen. Ice Age habe ich im Kino gesehen, die ersten drei. Oh ja, sowas wäre auch was, ja. Ganz vergessen gab es, stimmt, die gab es ja auch Ice damals. Ice Age war damals auch richtig cool. Lang ist es ja auch schon wieder. Ja, das ist auch mit einer meiner ersten Kinofilme wahrscheinlich gewesen sein, oder? Ich weiß gar nicht. Harry Potter Filme kann ich mich noch erinnern, die habe ich auch alle im Kino gesehen. Müsste der erste ja auch, 99 oder? Na, später. Ja. Irgendwann, später, ja, vielleicht 2001, ja. Die Bücher kamen ja, glaube ich, das erste. Oh, das ist alles so. Das ist alles so geraten. Das ist so lange her mittlerweile. Ungefähr. Wenn man sich das mal vorstellt, dass das dann teilweise bald 20 Jahre her ist. Wow. Fühlst du dich schon alt? Nee. Ein bisschen. Meilenstein erreicht, jawoll. So, Kylo, du kriegst jetzt hier mal die volle Ladung von meiner tollen Superwaffe hier ab. Nein, er hat mich. Räch mich. Ich räch dich. Aber der Kylo rennt, jetzt hast du ihn. Sehr gut. Der rennt nimmer. Ich bin das nächste Ziel und ich bin hier komplett allein. Wo sind denn alle? Oh, wir sind auch schon wieder nur noch zu dritt. Ja, wollte sagen, es ist schon wieder einer weniger. Ich muss mich hier gerade so gut schaffen hier. Boba battlen. Ich bin gleich da. Aber Boba kriege ich. Boba ist kein Problem, mit dem werde ich locker fertig. Den klaue ich dir jetzt noch. Oh. Nein. Oh. Da wärst du aber hier rausgeflogen aus dem. aus dem Stream, aus allem. Aus allem, aus dem Leben.
Oh, geh da nicht raus. Oder ich weiß ja, nicht. Ja, geh nicht raus. Ich werde von drinnen in der Ecke gegen mit Darth Maul gerade kaputt gemacht. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Also ich bin tot. Von mir kannst du keine Hilfe erwarten. Naja, war ja wieder klar. Da verlässt man sich einmal auf den Tombi und dann sowas. Ich bin nur da, um den Kill zu stehlen. Ja, nicht mal das kriegst du hin. nicht mal das kriege ich hin. Oh Mann. Ja, Let's Play Community würde ich schon gerne wieder machen, aber das ist einfach nicht mehr umsetzbar mittlerweile. Weil ihr seht ja, wenn jetzt gerade jetzt allein schon 500 Leute hier im Livestream zuschauen, dann kann ich ja schlecht mit 500 Leuten auf dem TS gehen. Das ist so ein bisschen das Problem. Wie viel Kapazität hat der TS von dir? 10? Die ersten 10 haben Glück. 7 oder so. Ja, den TS nehme ich ja auch wirklich nur für Aufnahmen. Also von daher. Naja. Deswegen. Ich hatte früher mal 50 Plätze sogar auf dem TS drauf, wo ich hatte ja sogar mal eine Let's Play Community gemacht, da gab es auf dem TS. Ah. Damals beim alten Star Wars Battle von 1 und 2, die habe ich ja mal mit der Community gespielt gehabt, wo ich dann selber noch den Server, also ich war der Server quasi, ich habe selber das Spiel gehostet und alle sind danach gejoint. Das war ganz witzig, das alles zu organisieren damals. Oh ja, kann ich mir vorstellen. Haben wir sogar echt einige coole Runden gemacht, damals als es, mittlerweile kann man beim Battle von 2 ja sogar wieder relativ normal spielen. Ja. Also das alte. Das können wir ja zum Beispiel ganz gut als Let's Play Community machen, weil da muss man nämlich nur den Server sagen, auf dem man spielt und dann kann halt jeder nachjoinen. Oder halt auch nicht, aber das könnte man gut probieren. Kann man auch selber einhosten, glaube ich, mit Passwort und so weiter. Ja, eben, das ist ja überhaupt kein Problem. Da kannst du ja selber irgendwo einen Server kaufen bei Nitrado oder was weiß ich. Aber ja, es wäre natürlich cooler, das Battlefront hier. Aber da kann man natürlich keinen eigenen Server machen hier. Das ist das Problem. Das ist ärgerlich. Das wäre super. So mit eigenen Regeln und was weiß ich. Also wenn es für diese dedizierten Server das war. Ja, wenn man die Wahl hätte, ob man dediziertes spielt oder ob man das hier so normal spielt. Jetzt hörst du mal auf, Vader. Das wäre halt cool. Au. Ah, das ist so gemein, wenn die einen in die Ecke drängen. Du hast keine Chance mehr, mit dem Helden auszuweichen. Was ist das für eine blöde Verbesserung gewesen, dass man nicht mehr rumrutschen kann? Lego Jurassic World oder Lego Aventus? Ich mag Jurassic World lieber. Das gibt's doch nicht. Mann. Bitteschön. Ich war doch mal am Weglaufen hier, aber ich glaube, ich werde nicht mehr lange durchhalten. Habt ihr gerne Tipps gegeben? Alter, der Tommy hat mittlerweile... mit Finn spielt ich zwischen nicht wieder. Der auf der Karte funktioniert ja einfach nicht, weil das immer so enge Gänge sind. Und wenn ihr halt dann Gegner entgegenkommt, hast du keine Chance. Nee, der ist ja echt nicht so genau toll. Wie Boba, der bringt auf der Karte absolut nichts. Ich hier gerade gegen Boba antrete, lustigerweise. So, wen haben wir denn hier noch? Hier gerade noch ein Duell. Wir haben trotzdem gewonnen, Gott sei Dank. Jawoll. So, ich glaube zwei Runden noch. Zwei Runden hält wir Schucken noch und dann ein anderer Modus. Jawohl, gerne. Dann sind wir ungefähr bei 18:30, schätze ich mal dann. Sollte das auch ungefähr passen, dann wird alles gut. Dann wird alles gut. Können wir schon mal schreiben, wenn ich als nächstes spielen soll auf der dunklen Seite. Jetzt beginnt da wieder der Spam. Mal gucken. Ja. Ich blende im Stream bewusst keine Clips ein, weil das Ganze ja auch noch auf YouTube landen soll. Als normale Videos später. Von daher möchte ich da möglichst wenig Einblendungen haben. Weil ich glaube, wenn man so normale Videos schaut, ist das dann noch ein bisschen störend vielleicht. So, Transformers habe ich gesehen. Ja, die habe ich alle im Kino gesehen. Wo wir noch wieder bei Kinofilmen wären. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren. Und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.